Hallo zusammen, da bin ich wieder. Heute mache ich mal ein sehr spannendes Video. Und zwar, was ist das stärkste Gift gegen Narzissten? Was könnte das stärkste Gift sein? Es ist mit Sicherheit nicht das Wetter. Und es mit Sicherheit auch nicht über dich. Dieses Gift ist die stärkste Waffe und die größte Macht, den Narzissten zu zerstören. Der Narzisst versucht immer, Menschen für sich zu benutzen und auszubeuten. Darum fürchtet er dieses Gift wie der Teufel das Weihwasser. Und dieses Gift, das stärkste Gift gegen Narzissten, ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit über ihn selbst. Es ist die Wahrheit darüber, welche Süchte er hat, über seine Misshandlungen, die er anderen angetan hat, und über seine Täuschung, die er sein Leben lang praktiziert. Es ist die Wahrheit darüber, was er versucht hat, stets und ständig vor uns und allen und jedem zu verstecken. Wir alle wissen, dass Narzissten niemals bereit dazu sein werden, die Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen. Für nichts, was sie falsch gemacht haben, für nichts, wo Fehler aufgetreten sind. Sie werden immer die Schuld bei anderen suchen oder die Schuld auf andere schieben und werden für immer versuchen, ihre Opfer zu beschämen. So ist es zum Beispiel, dass sie, wenn sie irgendwas erzählen, zwar nahe der Wahrheit sind, aber es immer so entschuldigen, dass das schlechte Verhalten, was sie selbst an den Tag gelegt haben, an der anderen Person hängen bleibt. So machen sie stets mit ihrer eigenen Lüge die anderen Menschen zum Opfer. Und deshalb bleiben sie ja auch so nah an der Wahrheit. Sie erzählen schon so ein bisschen die Wahrheit, aber nicht so richtig. Sie verdrehen das so, dass es so aussieht, als hätten sie mit all dem überhaupt gar nichts zu tun. Da das ganze Leben eines Narzissten auf Lügen basiert, ist die Wahrheit für einen Narzissten keine Option. Und wenn der Narzisst realisiert, dass du recht hast, dann werden sie alles und jeden gegen dich aufbringen und gegen dich verwenden. Und so stehst du am Ende da, so da, als hättest du das verursacht, als wärst du die Verrückte. Und sie drehen einfach alles um. Und das an jedem Ort, an jedem Platz, in einer Beziehung, im Job, überall. Und dadurch, dass du dir gar nicht erklären kannst, was da eigentlich im Hintergrund passiert ist,
verlierst du das Vertrauen. Und du denkst, du kannst niemandem vertrauen. Dabei hat er im Hintergrund das längst alles still und heimlich vorbereitet. Und wenn du das richtig stellen möchtest, wie es wirklich gewesen ist, dann glaubt dir keiner. Deshalb ist es so, dass leider alle narzisstischen Beziehungen nach dem gleichen Muster ablaufen. Und deshalb gibt es auch diese Abwertung. Und diese Abwertung erfolgt zudem stets auch, insbesondere hinter deinem Rücken. Also sie behaupten, alles, was sie dir angetan haben, hast du ihnen angetan. Und so entsteht im Laufe eines Lebens ein Riesenberg von Lügen, die der Narzisst aufgebaut hat und versuchen wird, krampfhaft zu verteidigen. Weil er weiß, dass die Wahrheit den Narzissten zerstören würde. Weil es ist ein Riesengerüst von tausenden Lügen. Das erklärt natürlich auch, warum der Narzisst insbesondere zu anderen Menschen so nett ist. Weil Außenstehende helfen dem Narzissten, über dich zu urteilen. Weil sie es schaffen, diese Leute zu überzeugen, dass sie so süß und so hilfreich und so freundlich sind. Und am Ende kommt alles auf dich zurück. Und du bekommst dann am Ende zu spüren, was der Narzisst hinter deinem Rücken gegen dich aufgebaut hat, damit du am Ende als die Dumme dastehst. Und als hättest du das alles verursacht. Das ist das, was sie wollen. Und das Problem ist, dass wenn die Menschen in seinem Umfeld ihm nicht so nahe stehen, dann können sie ja diese Wahrheit nicht verifizieren. Und das nutzt der Narzisst gekonnt aus. Außerdem sind Narzissten leider auch ganz tolle Schauspieler. Das heißt, sie schaffen es, sich jeder Situation mimisch und rhetorisch anzupassen und versuchen dann mit ihrem Charme und ihrer leider auch vorhandenen Überzeugungskraft diese Lügen über dich zu verbreiten. Deshalb auch für alle anderen Menschen, die es mit anderen Menschen zu tun habt, ist es immer wichtig, wenn euch jemand über einen Dritten etwas erzählt, das unbedingt zu hinterfragen. Denn so findet ihr ganz schnell heraus, wer hier die Wahrheit sagt. Nehmt das, was euch ein fremder Mensch über einen Dritten erzählt, nicht als bare Münze hin, sondern überzeugt euch immer von mehreren Seiten über das, was diese Person erzählt. Dadurch, dass dieser Narzisst alle anderen in deinem Umfeld gegen dich aufbringt, kann er es leider schaffen, dass du deine eigene Stimme verlierst, weil dir niemand glaubt.
Also nochmal, für alle Menschen, das ist das, was ich immer sage, vertraut niemandem, insbesondere niemandem, der schlecht über andere spricht und Schuld von sich abwenden will. Weil ihr könnt ganz stark davon ausgehen, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Und die Narzissten haben für ihr Leben, besonders dann, wenn sie gerade auf der Spitze ihres Erfolges sind, ein Fake-Image aufgebaut. Dieses Fake-Image ist ein Rieseninvestment für die Narzissten. Und darum werden sie immer versuchen, dieses Fake-Image aufrechtzuerhalten und werden alles zerstören, um zu verhindern, dass das auffliegt. So baut der Narzisst für jede Lüge, die er hat, hunderte von Argumenten auf, um diese Lüge zu schützen. Also er hat für jede Lüge, die der darum erzählt, hat er 1000 Begründungen, dass es sich dann wieder wie die Wahrheit anfühlt und anhört. Und deshalb ist für einen Narzissten tödlich, wenn die Wahrheit über ihn selbst herauskommt. Es ist tödlich für deren Existenz und für deren Erfolg. Daher müsst ihr also wissen, dass die Wahrheit uns von Narzissten befreit. Das heißt, wenn du sofort die Wahrheit ans Tageslicht bringst und komisch klingende Sachen hinterfragst und immer wieder nachbohrst, da gab es aber Ungereimtheiten, dann werden sie dich meiden, wie der Teufel das Weihwasser, wie ich es schon gesagt habe. Deshalb seid nicht so naiv und lasst euch in solche Lügengerüste verstricken. Denn die Wahrheit kann alles im Leben dieses Narzissten, wie ich schon mehrfach jetzt gesagt habe, zerstören. Und darum ist, desto mehr du hinterfragst, desto mehr du Ungereimtheiten aufdeckst, der größte Schutz gegen Narzissten, dass du diese Wahrheit aufdeckst. Und wenn sie merken, dass du so ein Mensch bist, der das tut, dann werden sie einen riesen Bogen um dich machen. Also nutze die Wahrheit für deinen eigenen Schutz. Ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich kann jetzt in der kommenden Woche keine Videos machen, weil ich beruflich und sehr viel unterwegs sein werde. Wenn ich es schaffe, versuche ich es. Aber es wird dann wahrscheinlich erst zum nächsten Wochenende wieder was. Macht's gut und liebe Grüße.